Wurde dann irgendwann mal gefragt, so nach dem Motto, ja, warum trägst du nur weiße T-Shirts? Ja, weil ich davon einfach so 20 Stück im Laden kaufe und dann ziehe ich sie an. Es funktioniert. Genius. Richtig geil. So, da gehen wir erstmal mit dem. Müssen wir jetzt in den Süden, ne? Erst wir gehen zurück in die Stadt. Dann mit dem können wir jetzt. Riskant ist das schon. Dann gehen wir mit dem halt auch nochmal zurück. Wenn das so riskant ist. So. Scheiße, ich habe Lebenspunkte mit dem. Gut, dann machen wir halt mit der weiter. So. Können wir nochmal gucken. Und das sieht aussichtslos. Wo haben wir denn Speereinheiten? Hier, das ist so. Das ist. Habt ihr das auch zwischendurch? Dass so, so eine Liste kommt von wegen mit den Spielern, also wenn man Das ist, wenn einer von uns kämpft. Okay, echt? Ja. Ich weiß nicht wieso oder was halt kurz angezeigt wird. Riskant. Kämpfst du auch mittlerweile gegen Einheiten, wo riskant steht? Also ich habe ja ein, zwei Mal auch gekämpft, aber meistens halt eher nicht. Oder Da kämpfst hinten du nur gegen stand. angemessen? Wo gerade stand da irgendwas Oranges, da habe ich jetzt gekämpft. Ich Was, weiß nicht. Orangen ist sogar okay. Nicht mehr gelb. Nee, war glaube ich gelb. Gibt es hier noch einen Unterschied? Gibt es noch Orange? Also ich habe jetzt nur grün, gelb und rot gesehen, deswegen wundert mich wegen Orange. Ja, dann meine ich gelb, ja. Und bei Gelb gibt es halt unterschiedliche. Also riskant, angenehm, nee, angemessen. Und dann andere Sachen, aber du zockst ja auf Englisch, ne? Ich frag mal Entwickler wegen Dings. Interessiert mich ganz selber. Nach So. Code. Ja, genau. Kennst du dagegen eine Festung, Alex? Sieht, glaube ich, nur so aus hier. Ach, der kann gehen und noch schießen da. Scheißdrecksratten. So, Herr Atmelek ist endlich fertig. Vielen Dank. Muss jetzt auch noch kämpfen? Ach so, nee. Wollte eigentlich ready machen. Achso. Ich werde hier und warten. Oh, Alex hat jetzt auch einen dritten Hüter. Junge, what the fuck? Achso, ja, 3 von 5 hast du. Warum, warte mal, warum? Warum habe ich eigentlich nicht 3 von 4, obwohl ich meine Burg Stufe 4 ist?
Keine Ahnung, warum oder das abhängig ist. Wovon. Ich dachte, das ist von der Burg abhängig. Hm. Naja, egal. Jo, 33 Schimmer. Gewinde oder ne, wie heißen die? Wer baut die schon? Gewebe. Gleich alles verkaufen auf dem Markt. Schwarzmarkt. Kannst du nicht forschen mit denen? Oder hast du nichts mehr? Mit dem du das forschen kannst? Mal schauen. Ne, ich glaube leider nicht. Ich brauche, glaube ich, diese lila und gelbe. Naja, die. Ja. Deswegen habe ich von den anderen, glaube ich, so viel noch über. Jesus. 33 einfach hat der Junge. Aber ein Stück Kohle, der hat. Eine Schlingel. 26 Jungen! Viel zu wenig. Viel zu wenig. What the fuck? Viel zu wenig. Übertreib doch, ey. Was hat der pro Runde, er 6-3? Rede. Ich jeden noch kaufen. Die sind ja auch nicht so schlecht gewesen. Ja, machen wir. So, und dann machen wir uns, glaube ich, in den Süden mit dem Kollegen. Ah ja, wir haben hier noch angemessen. Da. Mit dem Kampf dann mit dem. Mit dem werden wir jetzt eh nichts kaufen können, weil ich... ...keine Krone habe und auch der Vorrat leer ist. Oh, ich habe jetzt endlich hier... Was ist das? Forschungsmenü öffnen. Triffler habe ich noch nicht. Sardinen brauche ich nicht. Nahkampfoffensive für Arsreißer und Kriegsarsreißer. Was will ich für das? Achso, Bernstein. Werfen wir aus. Bernstein gebe ich gerne aus. Ja, warte mal, habe ich nicht. Ah, nee. Die Mine habe ich noch nicht erobert. Scheiße, warum bin ich überhaupt nach unten gegangen? Bin doch hier oben noch nicht fertig. Scheiße. Dumm. Ja, komm, ich kämpfe mit der mal. Mal gucken, ob es klappt. Eigentlich ganz gut aus. Alter, ist ja nervig. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Das war schon Schmuckstücke, Alex, für den Charakter. Weißt du genau? Ist das die Sonne? Ja, die ist noch viel zu schwach. Die ist noch zu schwach.
So, der ist dein Gegenstand komplett befreit, Alex, von Gegnern? Ja, ne? Ja. Ich gehe langsam Richtung Mutter, ja. Mhm. Du bist das, du bist Lila, ne? Ja. Du bist Lila, ja. So, ich bin ready. Okay. Achso, hier oben. Ich das sieht für mich auch. Klar. Sieht es denn aus? Angemessen. Naja, fantastisch. Und mit dem die nächste Runde hier machen. Und machen wir mit dem gleich den Kampf hier. So. Ja, passt. So, was ist mit dem? Fernkampf. Ja, die haben das ist alles Fernkämpfer, Junge. Ich halt vor. Ich bin auch vor. Mit dem gehen wir hier oben hin. Nee, Leute, gib mal was ab. Gib mal was ab. Ich dann nächste Runde mein Schloss auf Stufe 5 aufwerten. Nice. Ja. Let's go. Habe ich endlich diese Erzmine? Ist das himmlisches Erz oder sowas? Wie viel Gold hast du pro Runde, Dima? Also, wie viel kriegst du? 3, 6, 5, aber das ändert sich jetzt in den nächsten paar Runden. Ins Positive. Ins Positive. Ist das riskant? Wirklich? Wieso das denn bitte? Weil du scheiße bist. Gocke bin. Ja, das könnte durchaus sein. Ach so. Hä? Ich kann mit dem doch kämpfen? Ja, let's go. Und dann kämpfen wir mit dem auch. So. Let's go. Gleich übelst schnell aufs Maul. So. Mhm.
Hast du schon Bock auf Stormgate, Alex? Ja, Mann. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür zu alt bin. PvE würde ich klar einfach zur Kampagne und sonst was, aber PvP würde ich dort, glaube ich, nicht machen. Und ja, ich werde es probieren, also wieso nicht? Ja, Junge, da kommen die ganzen StarCraft und WarCraft-Cracks raus, ne? Also da. Ja, aber ganz ehrlich, also guck mal, ich habe ja WarCraft 3 damals nur auf LANs gezockt. Ich habe das eigentlich nie online gezockt. Also mit dem, obwohl ich damit aufgewachsen bin, habe natürlich eher PvE gespielt. Und dann habe ich, als WarCraft 3 Refact rauskam, habe ich mal so einen Monat das mal gespielt. Vielleicht sogar zwei. Und ich habe da auch Matches tatsächlich gewonnen. Also ich habe mir halt so ein paar Tutorials angeguckt und sowas, was man zuerst bauen muss und sowas. Und dann ging das voll fit. Also das geht eigentlich. Ja. Also mir wird das so anstrengend. Ich mache PvE-Kampagne und dann wahrscheinlich bin ich happy. Und gegen mich spielen. Ja, kann man klar aus Spaß, ja, klar. So, da habe ich das jetzt. Was ist dem hier? Ist denn der? Was würde ich? Willst du mich verarschen? In Stufe 8 habe übelst viele Einheiten. Und ich kann immer noch nicht gegen den Typen fighten. Out of movement. Oh mein Gott, schlimmste Nachricht. Nice Verteidigung für Dings, ne? Warte mal, aber bevor wir das machen. Wir machen erstmal mit dem hier die Truppen kaufen. Und das. Mehr als genug haben, um zum Beispiel gegen den hier zum Beispiel zu fighten. Was ist das? Nee, das ist die Kanone. Ja. Stimmt, ich habe ja hier noch nicht wiederbelebt. Nein. So, wir haben die hier nicht wiederbelebt. Ja, das mit dem Gold ist jetzt echt ein bisschen kritisch langsam. Ich möchte echt mal irgendwo ein paar mehr Minen oder so. Ich brauche mehr von diesen scheiß gelben Steinen, ey. Was, Bernstein? Mhm. Ah, guck da, kleine Siedlung. Okay, nice. Habe ich jetzt auch eine gefunden. Also dann muss ich aber erstmal hier durchkommen. Bin ich noch lange nicht hin, ey. So, jetzt mache ich auch 5, 6. Das wäre aber eigentlich auch geil, dass das wie bei Stronghold ist, dass man untereinander tauschen könnte, ne? Also Materialien. Kann man? Ja, klar. Wie denn? Players und dann haben wir Send Resources. Da. Ah, Ressourcen an Alex schicken. Aber ich kann dir zum Beispiel Bernstein geben. Ich kann dir diese Wolle geben oder so. Gold, Alex. Glimmer Wave. Was? Gold baue ich selber, Kollege. geben. Genau. Warte mal. Guck mal kurz, was ich jetzt brauche. Ja, weißen Faden könnte ich gebrauchen. Dann lass mal machen. Wie viel brauchst du? Alles. Alles. Für 5 Stück einfach jeweils tauschen? Ja, okay. Nice. Sehr schön. Junge, warum haben wir das nicht früher gemacht? Alle waren zu gierig. Meins. Auch mir selber. Wir brauchen immer noch die scheiß gelben und lila Steine und alles, ey. So, also ich wäre ready. Jo, ich auch. Ich auch. Ich würde sagen, machen wir heute bis um 1, oder? Jo, okay. Ich habe schon langsam so Fatigue, halt.
Boah, reicht langsam für heute. Ein Spiel, 4 Stunden lang zocken. So, wir machen erstmal mit dem Kollegen weiter vor. Ich meine, wenn wir gerade eher noch in der Nähe sind. Nehmen wir die Schatzkiste, dann nehmen wir das hier. Sackpfeifer kann ich einfach. Sind das die guten? Ja, das sind die beschissenen. Oder Gold. Ist egal, die kann ich aufwerten. Und dafür müsste ich dann die Einheiten. Immer noch würdig, Alter. Anspruch, Quelle der Macht. Und hier ist ja nichts mehr. Hier haben wir alles abgeholt. Jetzt können wir nur noch nach Süden oder das hier halt machen. Hier hatte ich ja alles gemacht. Hier habe ich auch alles gemacht. Das ist die einzige Einheit, die hier oben bleibt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zur Base mit dem. Und mit dem Kollegen. Ich brauche noch ein bisschen. Ich muss auch noch was bauen. Gehen wir mal zurück. Dann hole ich mir noch ein paar Einheiten. Und wir hier in den Süden gehen. Können wir mal gucken, dass wir forschen. Brauchen wir noch nicht. Hast du noch Karten, Alex, dass du nicht brauchst? Ja. Kannst du viel rüberschicken, wenn du die nicht brauchst? Also einfach so? Nee. Die umsonst nicht. So funktioniert das nicht, Kollege. Nee, lieber. Was denn? Tauscht dir, gehandelt wird das nicht einfach so rüber. Kann ich 5 Steine oder so geben? Ja, so, jetzt sehen wir. Oh mein Gott. Was ist ein Bastard? Die gelben oder lila dann, nicht Ziegelstein. Ach so. Ja, diese lila dann kann ich dir geben eigentlich. Die brauche ich gerade nicht. Dann baue ich den Markt, dann kann ich endlich auch Holz und Dings verkaufen. Ja, 5 Stück. Oder ja, 4. 4 gegen 4 dann einfach. Jo, okay. Ja. Ja, und die braucht jetzt halt 10.000 Einheiten, ne? Nicht warte mal, kann ich nicht schon auf Bus? Ah ja, hier tut man auf Bus. Genau. Wenn du die hier. Gehe ich nicht so ganz, wieso dann? Ich wäre, glaube ich, auch ready. Ja, ich denke, ich wäre auch. Aber wie? Guck
Truppen aufrüsten erstmal. Genau. Gehen wir zurück. Einrufen haben wir hier. Das fassen wir sowieso mit. Das nehmen wir auch mit. Und dann. Oh, hä? Wie? Ich kann die verbessern. Feste Ebene 2. Das hab ich. Hab das doch. Hä? Hab ich vorhin erklärt. Du hast, bevor du das Gebäude verbessert hast, ja schon Einheiten dort produziert. Deswegen hast du jetzt die Option, in die besseren, die in Stufe 2 zu verbessern. Ach, nee. Ich bin bescheuert. Ich hab das Gebäude. Ich weiß ja, wie es funktioniert, aber ich hab das. Ich habe das Gebäude, warum auch immer, nicht geupgradet gehabt. Deswegen habe ich mich halt gerade gewundert. Ich hätte die ganze Zeit mit den besseren Einheiten spielen können, ich Vollidiot. Ist angemessen schlimmer als riskant? Nein. Fuck. Nein. Junge. Was ist mit dir? Wie kann das denn schlimmer sein? Ich weiß nicht, es sollte dieselbe Farbe, deswegen. Angemessen ist aber auch ausgeglichen, ne? Ja, angenehm. Also, guck du, ist was angenehm für dich oder ist was riskant für dich? Keine Ahnung, wie soll ich das denn erklären? Das wird selbsterklärend. Oder nicht? Da bin ich gerade selber doof. Start auf nächste Runde. Und mit dem kann ich in den Süden. Es kann immer noch. Wirklich. Aha. Junge, mit 8. Ah, stimmt, ich kann die Einheiten ja jetzt besser nicht, voll Idiot. Konnte ich ja letzte Runde nicht. Was wird das jetzt nochmal? 8000 und beim Forschen. Willst du, warte mal, Alex, ich muss mal kurz gucken, ob ich die Speise brauche, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Hast du den weißen Faden? Ja. Für ein Stück davon? 5 kann ich dir geben, ja, für die gelben. Für die gelben, genau. Ja. Nice. Sehr schön. Die was im Kampf. Zeit. Ich bin ja, glaube ich, fertig, oder? Die Runde. Ich muss hier eh dann mich aufrüsten, wie viel auch immer das kostet. Na gut, 750 kostet die Aufrüstung. Dann kann ich noch. Ich hab die Hygiene zu Ende. Was kann dein Lichter oder was ist das? Dein Priester, Dima? Für eine Fähigkeit? Keine Ahnung, wie macht man das? Hier? Drückst drauf, kostet eine Bewegung und dann aktiviert es das. Generiert die Essenz dieser Einheit für den Mutter. Okay. Wer ist da drin, Alter? Ich sehe da gar nichts. Okay. So, wo ist denn die mal hier?
Man hat ja auch fette Einheiten. Diese Liedergeisterrüstung sieht richtig krass aus. Ja, diesen Kanonentypen, den kann ich auch bauen. Aber ich baue dann ein extra Gebäude. Gegen die man gerade kämpft. Bestimmt irgendwas Cooles. Bestimmt so AOE, wie scheiße. Ne, der hat einfach eine fette Reichweite, soweit ich weiß. Also der kann komplett nach links schießen. Oh, ist ja auch geil, ne? Ja, ja, also steht einfach rum und kann dann einfach ballern. Aber ich habe den bisher nicht gebaut. Weil ich das, ich brauche dafür eine große Baustelle. Ja, das Rechte ist richtig geil, Dima. Also plus ein Schaden? Ist das denn viel? Ich weiß gar nicht. Ja und also nein. Nein, aber ja. Aber das andere ist, dass halt das Essenzschild, du kriegst halt, bevor du angreifst und sowas, kriegst du einfach Fernkampfresistenz, Nahkampfresistenz, Zauberschadensresistenz und... Also links ist einfach Damage, rechts ist Verteidigung. Ja. Was willst du, worauf willst du gehen? Letztendlich. Also wenn ihr da irgendwo liest, so wie gerade, ne, plus ein Schaden oder ihr könnt forschen, plus ein Leben. Beim Spiel geht es ja um Stacken, ne? Das ja, heißt, ja, genau. Wenn eine Einheit 50 hat, dann macht die auf 50 mehr Schaden. Wenn da 5, genau. Naja, jein. Es kommt ja darauf an, was für eine Truppenstärke du hast, oder nicht? Ja, ja, aber mindestens 50, weil du hast ja 50 Einheiten, also 50 aus dem Stack. Macht hier plus 1 mehr, also mindestens 50 mehr Schaden. Ja, ja, genau. Das meine ich ja. Also, wenn du im Stack aber halt nur 5 hast, oder? Was? Nee. Also pass auf, wenn eine Einheit ist, ne, und du wirklich auch nur von dieser Einheit eine hast, und der macht 50 Damage, wenn du plus einen Schaden hast, dann hast du einfach 51 Schaden. Genau, aber wenn du 50 gestackt hast, dann machst du 50 Schaden. Ja, richtig. Ja, das habe ich auch gemeint. Kommt ja darauf an, wie viel du gestackt hast. Was, dein zweiter ist gerade mal Level 2? Wirklich? Ja, mit dem mache ich gerade nichts. Damn, was hast du das ganze Spiel mit dem gemacht? Nicht. Mein zweiter ist auch Level 2. Mein zweiter ist auch nur Level 2. Ich habe meinen Main. Mein dritter ist Level 2. Ja, mein zweiter also ist Level 5 oder so. Mein zweiter benutze ich eigentlich also für Truppentransport. Ja. Damit mein Hauptdingens nicht immer komplett zurücklaufen muss. Ja. Ja, ist auch eine interessante Spielweise. So. Angemessen, das hört sich doch super an. Dann kriegst du jetzt angemessen auf die Fresse. So. Ich konnte ja noch bauen. Was hat der? Oh Gott, der hat 4 Scharfschützen. Willst du mich komplett verarschen? Dämlich von mir. Genau deswegen war das dämlich.
So, also ich bin mit einem Kampf fertig. Let's go, Stufe 7. So. Achso, Alex ist ein Kampf. Geht schnell. Was? Interagiere mit anderen Hütern und erhöhe ihre Erfahrungspunkte auf den folgenden Wert deines Hüters. 25% Unterweisung. Was? Was? Wie genau soll ich mit anderen Hütern interagieren? Ich raff das nicht. Du lässt mit dem einen einfach auf den anderen mit Rechtsklick. Und dann kriegst du Erfahrung. Dann kannst du auch Items austauschen, Einheiten und so weiter. Aha. Ob das jetzt was bringt, oder? Es hat keine Bewegungspunkte mehr. Holen wir uns die hier. Mit drei Riesen. Wer ready? Ja, ich auch fast. Ja, ich auch. So, warte mal, was war bei der Forschung? Achso, Alex, willst du wieder tauschen? Ich bräuchte. Drei, hast du drei? Drei von den Weißen, ja, ja. Okay. So, eins, zwei, drei. Sehr schön. Kann ich nämlich das hier machen, oder? Wo ist das? Was habe ich hier? So, okay, dann bin ich jetzt auch ready. Dann sofort. Kann ich noch was machen, fällt mir gerade ein. Also ja. So. Aber du musst, um mit den Hütern gegenseitig zu tauschen, musst du in der Nähe sein, ne? Ja, klar. Ja, ja. Mit den Gegenständen, die du hast, irgendwie auch sonst was machen? Kannst du sie verkaufen oder irgendeinen anderen Scheiß? Ne, oder? Früher gab es Marktplatz auch. Musst du halt finden. Keine Ahnung, ob es den hier auch gibt.
Mhm. Manche Völker konnten früher auch hier einen Marktplatz upgraden, ne, um dann zu verkaufen oder Items zu kaufen. Okay. We are ready. Gut. Ah ja, Forschung ist ready. Nice. Ja, ich mache mich, warte mal noch eine Runde. Und dann ich dahin. Ach so, warte mal. Ich kann ja ein bisschen Holz und so verkaufen. Ich habe ja jetzt einen Marktplatz. Da Holz. Holz lohnt sich echt zu verkaufen. Ja. Ja, Eisen eigentlich auch. Merke ich gerade. So, warte mal, wollte ich noch irgendwas hier droppen? Ja, let's go, wenn wir schon hier haben. So, das muss ich für die nächste Runde warten. Kann ich noch irgendeine Forschung machen, ne? Nahkampfoffensive für menschliche? Nee, brauche ich nicht. Fernkampfoffensive, ne? Brauche ich. Ja, genau. Passt. Okay, so. Dann bin ich ready. So, können wir... Was ist da weit weg? Kaufen wir jetzt noch mehr? Ja, komm, wir kaufen noch den. Kaufen die und... Das kaufen wir auch noch voll. Und dann können wir direkt los. Mit dem können wir jetzt... Können wir denn... Ah ja, mit dem müsste ich zurück und die upgraden. Am sinnvollsten. So, und mit hier muss ich jetzt wieder alles neu kaufen, leider. Alex, wieder Schimmer tauschen? Ja, jetzt habe ich keinen mehr. Okay. Ich weiß auch nicht wieso, warum ich... Ima, hast du Schimmergewebe? Was für Schimmer? Schimmergewebe, der weiße Faden. Nichts, brauche ich selber. Ja, brauchst du irgendwas anderes dafür? Bernsteine kann ich dir geben, himmlische Erz kann ich dir geben. Ja, ich hab kein Schimmergewebe. Ich brauch selber. Ja. Okay.
Das hatte ich gar nicht gesehen, den Chat. Alex schreibt die ganze Zeit meine mit NPCs. Ah, ich sehe auch gerade, man kann rechts oben, da wo man halt alle Icons hat für Forschung, Marktplatz und alles andere, da kann man überall nachgucken, welche Gebäude man auf welche Stufe hat. Das ist eigentlich ganz bequem, und wenn man da draufklickt, dann zoomt er direkt. Also führt er dich direkt zu dem Gebäude. Ja, das ist cool. So, wie sieht's aus bei euch? Ich wäre ready. Sehr schön. Oh, und Alex ist im Kampf. Big Battle PC macht schon. Battle. Ach, du bist schon ready. Junge, wie viele Truppen hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Junge, 8 Plätze. Sigi, braucht man alles. Stufe 16, Alter. Junge, wie? Die ganze Zeit am Kämpfen. Ja, ich habe ja nur einen, wie gesagt, ne? Der kriegt ja die ganze Erfahrung ab. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber goddammit. Die hat auch nur einen, der ist auch Stufe fast 9. Ich habe einen auf Stufe 8 und einen auf Stufe 7. Stufe 10, ja. Ja, okay. Bitte. Okay. Beruhigen Sie sich. Fluch mich nicht, pack mich nicht auf eine Klappe wie dich, ey. Ja, genau. Eine Stufe. So. Und immer Kampf. Ah, Alter, Junge, was dashen der hier mit seinem fetten Frosch hier an? Mich komplett verarschen, Junge. Das ist voll witzig, Alter, die Frösche. Das ganze Boden vibriert einfach deswegen. So, mit den Baden würde ich hier echt gerne weggehen, ganz ehrlich. So. Oh, Alter. Oh, nochmal. Jetzt, ey. Versuche mich hier zu konzentrieren, ey. Ja. Der kennt's nicht. Jawohl, Stufe 10. So. Ja, so.
dann. Ja, wäre ready. Ja, noch lange nicht. Ich hab mal meinen Scheißkampf gemacht. Hätte lange nicht, okay. So. Bin aber auch ready. Ist schön für euch. Hab ich voll die Empathie da für euch und so. So, ja, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir zum nächsten. Der musste zurück zur Base. Muss aber nicht viel machen. Muss hier Truppen. Boah. 6000, Alter, um die Truppen aufzurüsten. Krise. Ist doch nichts. Wie ist nichts? Fuck. Das sind zwei Runden für mich. Ich sind immer noch drei? Ja. Wieso? Wie es wird dazu kommen, mehr zu machen? So, warte mal, stimmt. Burg. Nee, ich habe vergessen, die Burg aufzuleveln. Habe ich komplett vergessen. Ich habe immer noch Stufe 4. Deswegen hänge ich hinterher. Ich habe vergessen, dass man da mehr Einkommen bekommt. Sie aber auch zwischenzeitlich die Holz- und Steinmine, die man selber gebaut hat, abgerissen, gegen dieses Goldding getauscht, ne? Für mehr Gold. Echt? Okay, da bin ich auch noch nicht auf die Idee gekommen. Ist eigentlich auch nicht so dumm. Stimmt eigentlich. Eigentlich brauche ich ja Holz und, naja, jein. Erstmal brauche ich es, damit ich die Burg auf Level 2 machen kann, also. Immer, ich bin ready. Also. Und danach, ja, könnte ich das eigentlich... Braucht man danach Holz und Dings gar nicht mehr, ne? Eigentlich nicht, ne? Du hast ja so auf der Karte, glaube ich, schon Minen gefunden, oder? Müssten irgendwo in der Nähe gewesen sein, deswegen... Nee, ich glaube, Holz und Stein habe ich keine gefunden. Ich habe nur für... Oder ich weiß es nicht. Also du kannst auch drüber havern, dann steht. Ja, stimmt. Plus 2 habe ich durch beanspruchte Gebäude, Holz und ja, stimmt. Hab ich. Dann abreißen und für die Golddinger eintauschen. Ja. Naja, ich brauche aber 50 Stein, um. Nee, noch nicht. Erst wenn ich 50 Stein habe, dann kann ich das abreißen. Sonst ist das ziemlich dumm einfach. Also Holz könnte ich abreißen, ja. Holz, Sägemühle da. Weg damit. Kann ich den Laden bauen? Kann ich hier das gleiche machen? Hier habe ich auch noch eine Sägemühle gehabt. Kann ich hier noch einen Laden bauen? So. 10 Kollege, was machen wir denn jetzt mit dir? Wir gehen nochmal in die Base. Na, wir haben jetzt alles hier, ne? Das haben wir. Scheiße, dass ich nicht durch den Wald gehen kann und so hier kommen kann. Das haben wir. Hier haben wir auch alles. Ja, wir müssen nur in den Süden, ne? Ja, dann kann ich auch zur Burg zurück. So, und der Kollege. Ach ja, stimmt das. Der braucht. Ich warte 2 Runden, damit ich Dings hab, ne? Ja. Obwohl, das sind ja nicht 2 Runden. Wie viel? Damit ich Stein hab? Auch 50 Stein. Plus 4, dann sind das 2 Runden. Dann habe ich 40. Und dann nochmal 3, das sind 5 Runden. Nee, in der Zeit habe ich schon was anderes gemacht. Dann nehme ich mir die. Ich bin ja ready. Ja. Die Kollegen und Kollegen. Ja, ich bin jetzt auch ready.
Wie viel hast du jetzt Brote, Dima? 5000 oder was? Gold. 6,1. Aber ich krieg gleich noch eine Mine. Nice. Das ist die stärkste. Dann habe ich mir noch die Hunde, ne? Erstmal die voll und die. Habe ich ja noch eine vierte Truppeneinheit. Was ist das? Achso, ja, Forschung darf ich nicht vergessen, ne? Achso, das kostet 3,5, das kostet was 10. Alex, willst du gelben Stein haben? Auch nur einen. Einen weißen Faden. Support, ja. So, ich hab dir gegeben. Was wolltest du den weißen Faden haben, ne? Ja. Ich hab dir den gelben gegeben oder brauchst du was anderes? Ne, ist okay gerade, ja. Und dann könnte ich noch. Okay. Hey, bei mir wird jetzt ein Beacon of Power der erste angezeigt, irgendwie. Was? Ich habe ein Beacon of Power gefunden. Mhm. Ja. Aber der heißt nur Beacon of Power. Und die anderen, die du gefunden hast, wie heißen die? Destroyed oder. Nee, gefallen, keine Ahnung. Also den ich jetzt gefunden habe, ja, Beacon of Power. Die anderen, weißt du? Zeig mal, wie der aussieht. Die anderen waren zerstört, ja. Also der brennt hier auch mit einer Flamme und alles. Ah ja, Fallen. Ja, macht Sinn. Und wie sieht der normale aus? Ah, der mit einer Flamme. Okay, damn. Sehen wirklich komplett anders aus. Aber gut, jetzt wissen wir es ja, dass das nicht verbuggt ist oder so. Bin auch wieder ready, ne? Hab abgegeben. Ja, ich wäre auch ready. Ja, ich habe auch bemerkt, also 3 Hüter ist echt zu viel. Das mache ich beim nächsten Mal nicht. Ja, sobald du mit dem einen irgendwie weiter rausgehst oder sowas, ne? Weil anfangs, dann musst du dir auch die Einheiten teilen zum Kämpfen, dann sind die Kämpfe auch schwerer, kommst nicht so schnell voran. So, nehme ich jetzt bei dem? Ne, warte mal. Naja, der ist Level 10, eigentlich wäre es besser, ne? Wie kann ich Einheiten traden? Von links nach rechts. Ah ja, rechtsklick handeln, ne? Ah ja, okay, jetzt. Ich kann dann ja übelst viel geben hier. 11 Offensive, das ist das Gute, ne? Ja. Kann ich dem Schuhe geben? Die Knochenkeule kann ich dem nicht geben. Hier 6, 9, nochmal 9 Offensive und noch ein Schild. Ah ne, das geht gar nicht. 2 Hände. Ich verstehe nicht, wenn man die Items an den Helden gibt, ne? Das gibt ja was, das gibt ja allen Einheiten das oder was. Also diese Stats, 7 Verteidigung und so weiter. Ja. Okay. Genau, also die Items nimmst du nur für deine Einheiten, dann hält kämpf ich ja nicht. Ja, genau. Das meine ich ja. Ich nehme da einfach alle rüber. Der kriegt hier die 2. So. Dann habe ich ja noch die Bogenschützen trade ich jetzt noch rüber. Und dann gebe ich dem von mir aus noch, ja, die auch hier mit.
Und da kann ich ja schon los. Hier brauche ich dann noch die Dampfpfeifer, brauche ich noch 3 Stück. So, hier. Jetzt bin ich komplett voll und jetzt gehe ich mit dem einfach in den Süden. Und mit dem anderen kann ich an der Base chillen, sobald ich mehr Gold habe. Ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Diese, ich weiß gar nicht mehr, die hier so Quelle der Macht und sowas, das ist, wirkt wie, für wie viele Runden immer nur so eine Runde, ne? Also diese Steine, die du zwischendurch aufhebst. Das heißt, du musst dann nach am besten direkt in den Kampf in dieser Runde, ne? Sonst wirkt das ja nicht mehr, ne? Ich glaube, das wirkt immer für den Kampf, oder nicht? Ja, ja, aber nur eine Runde. Wenn du jetzt schon ready machst, dann ist die Runde ja schon vorbei. Weißt du, was ich meine? Also steht da mal... Also ich glaube... Ich weiß nicht, welchen Stein du meinst. Aber naja, da steht fast. Da ja. Wenn er, wenn dann jeder Buff... Auf Runde, dann ja. Nein, es gibt auch Buffs, da steht extra für einen Kampf. Ach so, echt? Okay. Gut, das hab ich, dann habe ich das noch nicht gesehen. Ah, so, so. Okay. Warte mal, Forschung. Was war das hier? Antiker. So, ich brauche antiker Bernstein. Stein, was ist das? Schimmer. Okay, dann mach ich auch mal ready einfach. Zumindest 8000, ne? Das heißt, ich mache jetzt noch... Eine Runde, noch zwei Runden. Oh ja, wir gehen mit dem jetzt erstmal in den Süden. Nicht aufgenommen. Naja, Dauer eine Schlacht. Ja, stimmt. Ich kaputt, Junge. Ja, hier gibt es auch noch Leute. Ist viele. So, und hier... Brauchen wir jetzt am besten, machen erstmal die hier voll. Aha, Lebens wieder. Holz brauche ich auch 40, oh mein Gott. Naja, egal. Machen wir nächste Runde. Ja, mit der weiß ich nicht, was ich mit der machen soll. Komplett useless eigentlich, dass ich die habe. Dann gehen wir hier hin. Machen wir die Gegenstände ein. Steht angemessen da. Das. Ja, was heißt angemessen? Schaffe ich nicht. Nicht so viele Einheiten.
Schon einen Teleporter oder sowas gefunden, Alex? Nee, muss durch die Mitte durchlaufen. Also, bisher nicht gefunden. Ja, ich könnte wieder, ne? Ich bin ready. Ja, sofort. Was? So witzig. Hast du überhaupt mitbekommen, Alex, oder nicht? Ja, ja. Beach. Kennst du den Originalclip? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oh, ja. Kann ich ja danach schicken. Richtig geil. So. Müssen die nach hinten stellen. Die sowieso noch ganz hinten. Mit die hier von vorne hin und die Aasfresser hier hin. Welches Level ist deiner? Dein Held? Alex? Die machen. Achso, meiner höchste ist 18. Ah, Alter, was ist das für eine Reichweite? Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich muss die Reichweite vom Helden verbessern, ey. Diese paar Schritte, ey. Einfach nehmen wir den das hier. Dann gehen wir mit dem hier auf den drauf. So, dann gehen wir mit dem. Gehen wir hier drauf. Baden kannst du auch ganz hinten lassen, okay? Du musst kannst komplett hinten stehen lassen. Nice. Scheiße, da liegt der Mann. Ja, wäre ready. Ich bin im Kampf.
Okay, wir nehmen gleich als nächstes hin. Also schon mal Richtung Mitte, aber danach. So. Oh, nice. Ich habe eine neue Siedlung gefunden. Ja, cool. Meins. So, kleine Baustelle. Gold. Ich habe auch schon eine zweite. Das ist ja gut. Dann machen wir hier Upgrade. Achso, Bauliste. Bauliste voll. Halt's Maul, Alter. Junge. Nervig. Weg. Ah, ich habe zweiten Beacon gefunden und mit denen kann man teleportieren. Cool. So, jetzt muss ich. Ah, ich brauche ja Holz. Oh mein Gott. Holz. Voll Idiot. Warum habe ich auf Alex gehört? Ich meine, alles meine Schuld. Ey, das war ein Genius Move, ja. Ja, das war ein Genius Move. Ich muss jetzt auf 40 Holz warten, während ich pro Runde 2 bekomme. Das ist im Mund nicht anders. So, ich könnte ja. Warte mal, genau, ich könnte gucken, wie viel Truppen ich hier brauche. Ich brauche 2 von denen. 17 Hyänen. 2 hier und 2 hier. 13. Und den habe ich. Also noch 4 Hyänen. Von denen habe ich 23, das heißt, ich brauche noch ein. Also so ein, dann 4 und das reicht eigentlich auch. Und dann bleibe ich einfach neben dem. War eigentlich genau, eine gute Idee von Dima. Wenn man mit dem einen einfach Truppen trägt. So, ja, ich bin auch bei dir, glaube ich. Warte mal, ich habe noch kurz Forschung, was man da machen konnte. Ja, ist egal, das kann ich am nächsten Runde machen. Schick dir mal das bei Discord, Alex. Was schickst du, was? Den Clip. Den du vielleicht nicht kennst. Also aus welchem Clip der das Meme ist. Son of a Bitch. Das ist ein altes YouTube-Video. So. Wir haben nochmal die Hygiene gebraucht, ne? Ah, toll. Können die nur 2 machen. Können nur 2 machen. Ne, wir haben 7. Ach du Scheiße, das lohnt sich ja gar nicht. 2 von den Bogenschützen und 7 von denen. Das heißt, nur einer von denen brauche ich noch. Wo ist denn der? Hä? Ach, keine verfügbaren Plätze. Ne, Quatsch. So, hier. Jetzt habe ich 8. Okay. So, und dann kann ich die dritte Siedlung, kann ich jetzt einfach eine Sägebühne hinmachen. Wenn ich ein bisschen schneller Holz kriege. Mehr Gold. Skant. Herausfordernd. Skant, willst du mich verarschen? Wieso ist das denn alles so schwer, Junge? Guck ich mal hier rum. Vielleicht gibt es hier was Besseres. Angemessen. Wie kann das denn angemessen sein? Ich habe nur
Ja, doch. Machen wir den Kampf mal. Mich mit der wenigstens ein bisschen voran. Wenigstens ein bisschen. Okay, nice. I'm ready, by the way. Das ist schön für dich. Ja, wollen wir langsam aufhören, oder was? Muss nicht sein, aber okay. Nee, wollt ihr, oder? Ich weiß es nicht. Wir können auch noch ein Stündchen machen. Ich würde noch weitermachen. Ja, ich auch. Naja.